Entschuldigung. Das war nicht geplant. Moment, ich hol dir kurz was. Du weißt schon. Moment, ich hole dem Hund kurz was zu essen. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt hasst oder so. Das hat man ja mal ein Problem, dass der Hund uns dann gehasst hat, deswegen. Was verständlich ist. Ich meine, wenn du eine Angel ins Gesicht kriegst, würde ich mich dich auch nicht unbedingt mögen dafür. So. Mach mal. So, Fussel, Lumpi. Also das da war mal mein Hund und das da war mein Hund meines Opas. Der hieß Zum. Und jetzt will ich mal probieren, ob das bei dem jetzt hier geht. Ja, aber irgendwie... geht irgendwie doch nicht. Na gut. Okay, nochmal Hunde wieder. Endlich. Endlich haben wir mal Hunde. Wurde auch Zeit. So, ah, hier ist der Namenstag. Okay. Wir hatten doch schon einen. Okay, gut. Warum schreit der kleine Hund hier? So. Ich glaube, ich wollte die Angel reparieren. Da wollte ich dazu kurz mal gucken, was für eine Haltbarkeit denn die Angel hat. Die hat Haltbarkeit 3. Und die hat auch... Die, ach, die hat gar keine Haltbarkeit. Ach so. Na dann muss ich die Level nämlich nochmal opfern. Dann machen wir jetzt nämlich was ganz Lustiges. Haltbarkeit 12. Und das hier wäre Haltbarkeit 2. Bäh. Das hat natürlich jetzt eine Menge Level gekostet. Wir finden die Level irgendwann, kriegt man die Level wieder. Irgendwann kriegt man die Level wieder. Aber jetzt haben wir natürlich eine sehr lang haltbare Angel. Das gefällt mir schon mal wesentlich besser. So. Wir haben uns ein paar Hundis gemacht. Ah, okay. Ich will mal ganz kurz noch was zum Angeln gucken. Okay, die Angel wäre rechtzeitig ausgeworfen. Funktion. Neuer wieder ein. Haltbarkeit, die halt auf... Auf Boden, tiefem Wasser oder Fringe Haltbarkeit nicht. Herausziehen vom Fischen kostet ein Haltbarkeitspunkt. Aufschlagen auf soliden Boden kostet 2 Punkte. Das Heranziehen einer Kreatur kostet 3 Punkte. Wow. Taktiken. Die Angel fängt nicht nur Fische, wenn eine Kreatur vom Haken getroffen wird, wird später sie und kann das fettige tun. Durch diese Methode können Bewegungen von Endermännern verfolgt werden. Spieler können nicht geangelt werden. Die Feuerbälle der Gas können ebenfalls eingehakt werden. Was bringt das? Skelette können in ihre eigenen Pfeile gezogen werden. Einzelne Monster können aus Gruppen ausgezogen werden. Fanggut. Man kann bekommen Seerosenblatt, Namensschild, Sattel, verzauberter Bogen, verzauberter Angel, verzaubertes Buch. Trödel, Stiefel, Leder, Knochen, Wasserflasche, Faden, beschädigter Angel, Schüssel, Stock, Tintenfisch, Haken, verrottetes Buch. Und Fische kriegt man, die vier, die wir kennen. Karottenangel geht. Okay, gut. Das war's. Also. Hallo. So. Es ist nichts verändert worden. Kam mir nur so vor gerade, weil wir so viele auf einmal hatten. Da ist schon wieder einer. Komisches Zeug. Das ist wirklich ein komisches Zeug, diese Fische. Ich würde gerne, muss ich gestehen, einen verzauberten Bogen mal rausziehen wieder. Oder eine verzauberte Angel noch. Das wäre natürlich auch cool. War eigentlich die erste verzauberte Angel her? Ich glaube, wir haben uns eine selber gemacht und haben damit dann eine verzauberte Angel rausgezogen, ne? Bin mir da jetzt gar nicht sicher. Angel macht auf jeden Fall mega Spaß. Es ist mega entspannend einfach nur. Es gibt Level dazu und man bekommt eine Menge Fleisch und so. Also ich finde das mega entspannt, so zwischendrin einfach mal. Und ich bin momentan auch ein bisschen am überlegen, was ich jetzt genau wie weiterbaue. Ich habe eine Menge Ideen, wo man vielleicht so kleine Dinger einbauen könnte, wo man es ein bisschen umändern könnte. Aber an sich braucht man natürlich, will ich natürlich irgendwie schon was Größeres in Angriff nehmen. Und deswegen bin ich da momentan ein bisschen am überlegen, was wir da machen können. Und da ist es mir ebenso gerade eingefallen.
Wenn ich gerade die Schucht da drüben sehe, dann ist es mir gerade so eben eingefallen, was wir als nächstes bauen. Lasst euch überraschen, lasst euch, wir brauchen eine Menge Wolle. Wir brauchen in der Tat eine Menge Wolle. Für das Projekt, das heißt, wir werden wahrscheinlich Wolle farmen und nebenbei angeln, das ist eine gute Kombination, glaube ich. Boah. Ja gut, also ihr werdet sowieso mitkriegen, wenn ich Wolle nehme. Also ich habe vor, da oben einen Leuchtturm hinzubauen. Wir wollten schon immer mal einen Leuchtturm machen. In unserer anderen Region geht es ja leider nicht, weil da haben wir keinen mehr. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich einen Leuchtturm hinbauen. Ist das so viel? Super. Wir haben einen Hafen, wir haben hier einen Steg, wir haben hier so einen Fluss, wir haben da das Meer. Wo ließ es... Alter, wie krass der bitte abgeht gerade. Wo ließ es sich bitte einen Leuchtturm besser bauen als hier in der Gegend? Und diese Bucht da vorne, diese kleine, ist ideal dafür. Das ist eine super Idee, aber da ich die Aufnahme jetzt gerade nicht mehr so lange machen werde, sondern gleich die Aufnahme beenden werde, tue ich jetzt gerade nur noch ein bisschen angeln und wir beschwafeln noch ein wenig über Gott und die Welt und darüber, dass Königin hier, dass hier die Queen 11 Millionen im Jahr kriegt. Das habe ich heute gelesen in der österreichischen Zeitung. Alter, ey. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, wer das Zweitmeiste bekommt. Aber wir bekommt der Zweitmeiste 850.000 Euro im Jahr. Die Queen kriegt aber mal locker 11 Millionen. Dann kommt Obama mit 350.000. Angela Merkel verdient 290.000 im Jahr. Und dann Putin verdient nur 130.000. Also, ja, nur 130 Millionen, nein. Nur 130.000 im Jahr. Nur im Vergleich zu den anderen natürlich. Aber es sind schon interessante Zahlen. Wenn man, also die Queen mit 11 Millionen einfach mal. Ah, es ist echt hart. Hab gelesen, das Königshaus kostet England jedes Jahr 44 Millionen Euro. Das, jetzt stell dir mal vor, du würdest Angela Merkel hier einfach mal 11 Millionen aushändigen. Die Deutschen würden auf die Barrikaden gehen deswegen. Ja, die Queen ist halt ein Staatssymbol in England, kann man mal nicht anders sagen. Ist auch die bekannteste einfach von allen. Selbst Obama kann mit der Bekanntheit der Queen nicht mithalten. Hallo, Fischi. Jetzt bin ich verwöhnt, dass die so schnell anbeißen. Schau mal hier, das ist alles hin, was wir geangelt haben. Wir angeln sehr wenig gerade, obwohl wir Glück des Meeres so hoch haben, auf der Angel, bekommen wir nur Fische gerade. Ich wüsste gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da was anderes bekommt. Das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Ich kann die Junge jetzt gar nicht jagen, du. Das ist mir ein Rätsel. Da kommt er wieder. Ich frage mich auch, wenn man... Sag mal mit der... Die Fischknochen. Okay. Die Fische kommen ja an, ne? Und du angelst die Fische, ist ja logisch. Aber... Wie kann es sein, dass du die Fischanimation siehst und dann als nächstes nicht den Fisch, sondern den Knochen am Haken hast? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Dann müsstest du eigentlich einfach nur untertauchen und dann müsstest du schon, okay, es ist jetzt nur untergetaucht, ich habe keinen Fisch gesehen, also ist da wahrscheinlich nur Blunder dran. Das müsste man eigentlich vorher sehen können. Glaube ich. Was ist das denn für Musik? Das ist halt traurig. La 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 la. Da 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 da. Ich steh auf meinem Steg und angle diese Fische. Heute gibt es Kabeljau für mich, meine Frau. Da werden wir schlau, denn Fisch macht klug. Jetzt aber genug. Ich weiß kein Fisch mehr. Ich hatte, glaube ich, mit meinem Gesang verscheucht gerade. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist sich hier auf und schon kommen sie wieder. Das ist Mobbing. Die Fische mobben mich. Diese Fische, sie mobben mich. Wie viele Fische? Alter, 13 haben wir davon schon. Das ist echt hart. Level 9, ja, 2 Level haben wir gemacht. Das ist nicht unbedingt berauschend viel, aber... Wen juckt's?
Wen interessiert's? Und da kommt der nächste. Oh, Köder 2. Kann man, das will ich mal austesten, kann man Köder 2 auf Köder 3 hochhauen? Das wäre krass. Super. Köder 2 plus. Das geht! What the fuck, das geht! Oh mein Gott, wir können uns eine Köder 3 Angel bauen. Oh mein Gott. Ja, schön. Das gefällt mir. So, dann packe ich mal hier den ganzen Fisch, den wir jetzt... Boah, Alter. Köder 2 Angel kommt hier rein. Hier haben wir eine normale Angel, hier haben wir... Ach, einen Rahmen haben wir auch schon gefunden. Ja, das will ich mir doch gleich mal einrahmen. Ah, witzig. Dann tun wir den Namen... Obwohl, ich finde es theoretisch mal... Der sieht am schönsten aus. So, komm her. So sieht es am besten aus. Okay, dann wollen wir mal weitermachen hier. So. Geil, wir können Köder treiben. Glück des Meeres? Genau, Glück des Meeres ist das, was wir bekommen. Und Köder 3 ist, dass die Fische schneller anbeißen. Alter, das würde ja mega abgehen dann einfach. Und dadurch erhöht sich natürlich auch die Chance, dass wir was anderes finden. Immens. Und da sind wir Level 10. Da sind wir Level 10. Ja, super. Ja, ja. Ich bin so gern Level 10 in diesem Game. Wo ich Level 30 lieber mag. Und dann haben wir den Lachs bekommen. Ich will so eine Angel haben, Mann. Die Angeln sind cool. Natürlich die Wahrscheinlichkeit bei so vielen Dingen, die du bekommen kannst. Du kannst auch Blunder bekommen. Plus die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich erstmal das Zeug bekommen musst. Ist natürlich eine Angel erstmal ziemlich selten. Oder ein verzauberter Bogen. Aber das sind so die einzigen beiden Dinge, die wirklich was bringen. Der Namenstag, gut, der bringt auch was, aber... Ja, Namenstag kann ich jetzt irgendwie gar nicht benutzen, habe ich gemerkt. Also von daher... Naja. Aber ich kann nicht mein Pferd irgendwie benennen. Ich weiß es nicht. Ich könnte nicht mal ausprobieren, ob ich ein Pferd benennen können, weil wir haben ja noch unser Schlachtross. Das testen wir gleich mal, ob wir unser Pferd umbenennen können. Pferd. Pferd. Du da. Geht nicht. Na gut, schade. Habe ich denn Fleisch dabei? Nein, habe ich nicht. Ich sollte mir jetzt angewöhnen, mehr mit Fleisch rumzulaufen, denn wir haben jetzt die Hunde, die wir füttern müssen. Mit dem Schwert zum Fortpflanzen. Übrigens, das haut ja hin. Ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt logisch ist. Sind die eigentlich getamed? Ja klar, sonst könnte ich da nicht hinsetzen. Aber Fussel ist ein weiblicher, ist ein Hündin gewesen und Lumpi war ein Hund. Das Lumpi war eigentlich ein Dackel und Fussel war ein Irisetter. Das macht jetzt so von der Kombination ein bisschen komischen Eindruck. Ne, halb Schäferhund, halb Irisetter. Das macht einen komischen Eindruck, aber naja. Man tut mal was man nicht kann. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir einen Leuchtturm machen wollen, brauchen wir... 1, 2 und weiße Farbe habe ich ja noch, also können wir jetzt hier mal ganz kurz. Achso. Was mache ich denn? Wieso Pilze? Ich brauche Blumen. Nicht Pilze. Blumen. Blub. So. Du den und dann
Und hier war doch irgendwo noch eins. Ja, gut, dass das nicht irgendwie hier überhaupt nicht hingehört oder so. Egal. Hier hat sie komische Banner, die wir hier gefunden haben. Ich dachte, da habe ich was drin liegen noch. Ach, die kann man gar nicht verzaubern. Ah, okay. Na gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Neverguess. Wir haben eine Menge gefischt und gefarmt und so ein Spaß, diese Folge. War jetzt nicht wirklich irgendwie baulastig, diese Aufnahme. Wird beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und adios, amigos. Tschüss.